Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Im vorliegenden Abänderungsantrag der AfD-Landtagsfraktion geht es heute um eine Änderung des Schulwesens. Hier geht es erneut um das Thema Änderung der Schulträgerschaft. Zu diesem Thema, genau zu diesem Thema, gab es bereits am 8. März 2018 eine Aussprache und auch eine Abstimmung. Auch dieser Antrag zielt erneut darauf ab, dass die Gemeinden die Schulträgerschaft auch über die Gemeinschaftsschulen und Gymnasien übernehmen. Dies soll hier wohl aber nicht für die in Trägerschaft der Landkreise oder des Landes befindlichen beruflichen Schulen und auch Förderschulen gelten. Also ich habe mich gestern wirklich intensiv mit Ihrem Abänderungsantrag beschäftigt, mir auch das entsprechende Gesetz angesehen und dabei festgestellt, dass hier nicht auf die beruflichen Schulen und auch nicht auf die Förderschulen eingegangen wird. Also von daher leider wieder nicht ordentlich gearbeitet und ich kann es auch nicht genau nachvollziehen, was jetzt mit dieser Abänderung genau vonstatten gehen soll. Ein konkreter Umformulierungsvorschlag für bestimmte gesetzliche Vorschriften wird nicht vorgelegt. Es wird lediglich Bezug genommen auf die Paragraphen 37 folgende Schulordnungsgesetz. Erneut hat man hier das Vorhaben nicht konkretisiert. Wichtig ist es mir aber heute, auf die aktuelle Diskussion im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit einzugehen, weil hier ergeben sich auch Chancen und Möglichkeiten. Im Bildungsbereich lohnt es sich, über neue Lösungen und auch Wege nachzudenken. Und es gibt mit Sicherheit noch die ein oder andere Stellschraube, an der es sich zu drehen lohnt. Dies sollte aber in Ruhe und auch mit der nötigen Weitsicht geschehen. Die bisherige Struktur der Schulträgerschaften hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Auch hier aktuell anschließend an die Diskussion, die wir im vergangenen Jahr hatten, hat das Innenministerium sich umfangreich mit der Frage der Zulässigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Schulträgerschaft befasst. Im Schulordnungsgesetz ist hier unter dem Paragraphen 39 auch die Gründung eines Schulverbandes geregelt. Ich zitiere hier den Absatz 1. Gemeinden und Gemeindeverbände können im Rahmen der Schulentwicklungsplanung zur gemeinsamen Erfüllung der ihnen als Schulträger obliegenden Aufgaben Schulverbände bilden oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abschließen. Ein solcher Zweckverband wäre wohl rechtlich auf freiwilliger Basis für das ganze Saarland möglich. Eine solche Kooperation könnte die äußeren Schulangelegenheiten betreffend, wie zum Beispiel den Hausmeisterdienst, das Sekretariat, Reinigungsdienste, gemeinsam organisierte Baumaßnahmen verbessern und auch Synergieeffekte erzielen. Also von daher lohnt es sich, sich das mal genauer anzuschauen. Allerdings möchte die AfD-Fraktion mit dem heutigen Abänderungsantrag die Trägerschaft der Schulen im Schwerpunkt an die Kommunen verlagern. Auch das haben Sie ja eben sehr genau an einigen Beispielen dargestellt. An dieser Stelle wäre es einmal sinnvoll gewesen, sich einen genauen Überblick über die Schulen und deren Aufgaben, was alles dort mit verbunden ist, vor Ort zu verschaffen. Mal vor Ort hinzugehen und wirklich mit der Schulverwaltung und mit dem übrigen Personal in den Austausch zu gehen, um mal sich genau darstellen zu lassen, was würde das entsprechend bedeuten. Mit Ihrem Vorstoß zur Änderung der Schulträgerschaften steuern Sie hier in eine völlig falsche Richtung. Bei einem genaueren Hinsehen und einer zielgerichteten Recherche hätten Sie schnell bemerkt, dass Ihr Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist. Zum Ist-Stand: 1996 hat die Schulträgerschaft im Bereich der weiterführenden Schulen und der Förderschulen G und L auf Wunsch der kommunalen Seite eine neue Regelung erfahren. Die Kommunen sind für die Grundschulen zuständig und die Landkreise für die Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, beruflichen Schulen und auch die Förderschulen in den Förderschwerpunkten geistige Behinderung und auch Lernen. An dieser Stelle
jetzt darüber nachzudenken, das Rad vollkommen zurückzudrehen, ist kontraproduktiv. Noch einmal an dieser Stelle, wie auch im letzten Jahr, möchte ich kurz exemplarisch das Ganze am Beispiel der Kommune Wadern darstellen. Wadern besteht aus 14 Stadtteilen mit insgesamt 16.000 Einwohnern. Dort gibt es 3 Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule, ein Gymnasium, eine berufliche Schule und auch eine Förderschule. Hinweis von mir, gerade im Bereich der Grundschulen gibt es dort Probleme. Es herrscht ein großer Sanierungsstau und es muss investiert werden. Die Kommune ist dort mit den Gremien im Austausch, auch mit den zuständigen Ministerien im Austausch, um dort Verbesserungen zu erzielen. Jetzt in dieser Zeit einer solchen Kommune noch zuzumuten, das Gymnasium und auch die Gemeinschaftsschule in Trägerschaft zu übernehmen, wäre unverantwortlich. Und die Regelung im Bereich der beruflichen Schulen und auch der Förderschule erfahre ich aus Ihrem Abänderungsantrag eigentlich keine Antwort. Eben haben Sie im Prinzip wieder genau das Gleiche gesagt, was im letzten Jahr schon dargestellt wurde. Von daher hätte ich zumindest erwartet, wenn es im letzten Jahr debattiert wurde, dass man im Nachgang sich mal genau überlegt, wie könnte es im Detail aussehen und dann die entsprechenden Passagen in Ihrem Abänderungsantrag auch genau formuliert und mit Beispielen unterlegt. Das zumindest hätte ich erwartet und von daher kann ich leider wieder nur an dieser Stelle sagen, dass das im Prinzip eine Missachtung des Parlaments ist und Sie sich nicht an diese Abstimmung halten, die wir im vergangenen Jahr intensiv hier besprochen haben. Ja, ich möchte jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, wie vielfältig die Aufgaben sind und welche Strukturen welche vorgehalten werden müssen. Eine umfangreiche Bauabteilung, eine Schulabteilung und natürlich auch andere Bereiche, die in den weiterführenden Schulen sehr wichtig sind, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und so weiter. Also Fachbereiche, die wir vor allem im Bereich der Landkreise finden. Wie ich bereits eben erwähnte, wurde das Schulordnungsgesetz im Jahr 1996 verändert und im Jahr 2012 gab es eine weitere Anpassung. Unter anderem ist die Zusammenarbeit zwischen Land und kommunalen Schulträgern im Sinne einer gleichberechtigten Partnerschaft festgeschrieben. Auch die Befugnisse der kommunalen Träger wurden deutlich erweitert. Also hier ist man schon mit der Zeit mitgegangen. Die Schulentwicklungsplanung wird eng miteinander abgestimmt und es gibt auch die Möglichkeiten, Schulen zusammenzulegen. Gerade im Bereich der weiterführenden Schulen macht hier die mittlere Verwaltungsebene Landkreise Sinn. Dadurch gibt es in vielen Landkreisen ein breites Portfolio an verschiedenen Schulen der einzelnen Schulformen. Themen wie Klassenmehrbildung, aber auch der Bereich Ganztag, Nachmittagsbetreuung sind hier auf dieser Verwaltungsebene ebenfalls deutlich einfacher im Handling. Die Schulträgerschaft der Landkreise erlaubt eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung nach Bedarf, jeweils angepasst an die Region, an die entsprechenden Schulen. Dadurch werden Doppelungen vermieden und eine möglichst optimale und bedarfsgerechte Versorgung mit allen Schulformen wird gewährleistet. Des Weiteren hat man die wichtigen Fachbereiche Sozialarbeit, Jugendhilfe, Schulpsychologie und das gesamte Gesundheitswesen unter einem Dach beheimatet. Hier findet schon jetzt eine gute Vernetzung zwischen Schule und auch den einzelnen Fachbereichen statt. Das wäre auf der kommunalen Ebene sehr, sehr schwierig. Wie ich bereits anfangs erwähnte, ist die Verlagerung der Schulträgerschaften auf die kleinste Verwaltungsebene Kommune völlig unzweckmäßig. Dies wäre ein Rückschritt. Die Überschuldung der Kommunen zwingt sie, Personal einzusparen, interkommunale Zusammenarbeit zu suchen, Doppelstrukturen abzubauen. Jetzt noch die weiterführenden Schulen zu betreiben, wäre das genaue Gegenteil der Politik der finanziellen Konsolidierung der Kommunen. Wir halten daher an dem bestehenden Gesetz fest und sehen keine Notwendigkeit, dass es hier zu einer neuen Anpassung kommt. Ich denke oder ich hoffe,
dass ich gerade mit diesen Beispielen Ihnen jetzt klar gemacht habe, dass es sich nicht mehr lohnt, jetzt noch ein drittes oder ein viertes Mal darüber zu diskutieren. Wir lehnen daher den vorliegenden Abänderungsantrag ab.